Es ist diese Kurve, die sich erst kürzlich als neuer Unfallschwerpunkt herausgestellt hat. Gleich 6 Motorradfahrer sind hier innerhalb weniger Wochen verunglückt. Es waren Motorradfahrer, die von Balderschwang Richtung Obermeißelstein gefahren sind und in dieser Kurve einfach eine nicht angepasste Geschwindigkeit hatten und aufgrund dessen nach rechts abgekommen sind. Teilweise schwer verletzt gewesen, teilweise leicht, ein paar Unfälle zum Glück auch unverletzt. Die Unfallkommission, das sind Vertreter der Polizei, des Kreistiefbauamtes sowie der Verkehrsbehörde des Landratsamtes, hat deshalb sofort Schilder aufstellen lassen. Seitdem sei hier kein Unfall mehr passiert. Nicht immer sind Unfallschwerpunkte aber so offensichtlich. Auf Unfalltypkarten werden Unfälle über 3 Jahre dokumentiert und Häufungspunkte dadurch sichtbar. Die Verkehrsexperten werten die Karten anschließend dann aus. Da kann es sein, liegt es an der Straße, an den Kurvenradien, an den Gegebenheiten. Dann wird auch betrachtet, warum sind Unfälle passiert, zu welcher Tages-, zu welcher Jahreszeit, ist es Winter, ist es Sommer, um dann gezielte Lösung zu finden, um diese Unfälle zu entschärfen. Weil jeder Unfall oder vielleicht auch Toter ist einer zu viel. Gründe für die Unfälle sind laut Polizei meist Überholen, obwohl es unübersichtlich ist, und in den Kurven zu schnell unterwegs. Die Unfallkommission hat bei ihrer Erörterung gestern den gesamten Riedbergpass in Augenschein genommen und noch vor Ort Lösungsideen für besonders gefährliche Abschnitte erarbeitet. In dem Bereich von Balderschwang kommt, wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung dauerhaft für einen gewissen Bereich eingerichtet, zusammen mit einem Überholverbot. An anderen punktuellen Stellen, Kurven, werden wir zusätzliche Leittafeln installieren, die den Kurvenverlauf verdeutlichen. Und darüber hinaus werden wir auch noch punktuell mit sogenannten mobilen LED-Anzeigen auch noch mal Gefahrenhinweise schaffen. Einig waren sich gestern alle, dass die Unfälle nicht auf bauliche Fehler am erst kürzlich sanierten Pass zurückzuführen sind und auch nur wenige Motorradler für Probleme sorgen. Zusätzlich zu mehr Hinweisen gibt's deshalb einen Wunsch. Auf den verkehrssicheren Straßen, die ja letztendlich da sind, dass man wirklich vernünftig fährt, vorausschauend fährt und halt gegebenenfalls doch das eine oder andere Mal vom Gas runtergeht, dann sollte eigentlich nichts passieren, ja. In einem Jahr will die Unfallkommission überprüfen, ob die Maßnahmen auch ausreichend und wirksam gewesen sind.